Der Ölpreis ist dieses Jahr in der Spitze um fast 70% eingebrochen. Allein im März hat er sich mehr als halbiert. Jetzt steigt er aber plötzlich wieder und die Anleger kaufen Ölaktien wie verrückt. Ist es eine gute Idee oder kommt da das dicke Ende noch? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. So, herzlich willkommen. Heute geht es aus aktuellem Anlass nochmal um Öl. Wir haben ja dramatische Entwicklungen am Ölmarkt und auch dramatische Kursschwankungen. Das hier ist Brent-Öl, die letzten 6 Monate. Am 1. Januar, da war der Kurs noch bei über 66 Dollar pro Barrel. Und er ist aber eingebrochen in wenigen Wochen teilweise bis auf 21 Dollar. Das ist also ein Rückgang um fast 70%. Und dieser kleine Ausschlag nach oben, den man hier sieht jetzt, das ist die Erholung in den letzten 5 Tagen. Das sieht noch nicht nach viel aus, aber es ist auch ein Anstieg von 21 Dollar auf über 34 Dollar. Das heißt, das ist schon wieder ein Anstieg um über 50% innerhalb einer Woche. Man kann also sagen, wir haben wirklich extreme Kursschwankungen bei Öl. Und in dem Zusammenhang eine kleine Ergänzung noch zu meinem letzten Ölaktienvideo. Das war ja vor 3 Wochen. Und da habe ich ja unter anderem auch die Aktie von Shell besprochen. Und eine der großen Fragen war damals, wird Shell auch in Zukunft in der Lage sein, diese sehr hohe Dividende auszuschütten? Inzwischen sieht es so aus, Shell bleibt wahrscheinlich erstmal dabei bei dieser Dividende, zahlt also auch weiterhin pro Quartal 47 US-Cent. Und das kam am Markt sehr gut an. Das hier ist die B-Aktie, da ein Jahreschart, also die Aktie war ja sehr schwach, ist zwischenzeitlich eingebrochen auf 9,32 € und hat sich dann aber in 2 Wochen erholt, fast auf 17 Euro. Also wenn sie das absolute Tief erwischt hätten, was natürlich hypothetisch ist, dann hätten sie in 2 Wochen 80% gemacht. Und das nicht mit einer kleinen Zockerbude wohlgemerkt, sondern mit einem Schwergewicht wirklich aus dem Ölsektor. Und daran sieht man ja schon ganz gut, was da momentan los ist. Die Dividendenrendite, auch jetzt nach der Erholung, ist übrigens immer noch bei über 10%. Der Schönheitsfehler ist aber, dass Shell sich jetzt nochmal einen Kreditrahmen besorgt hat, über 10, 12 Milliarden Dollar waren es, glaube ich, sogar. Und zwar nicht zuletzt darum, dass man sich auch die Dividendenrendite in Zukunft leisten kann in diesen schwierigen Zeiten. Und das ist natürlich ein bisschen weniger erfreulich. Denn auch wenn die Dividende jetzt natürlich erstmal gerettet ist, ist auf der anderen Seite auch klar, wenn der Ölpreis auf Dauer so niedrig bleibt, dann geht es nicht lange gut mit der Dividende. Man darf ja auch nicht vergessen, momentan sind wir mitten in der Coronavirenkrise. Also die Ölnachfrage geht auch wirklich weltweit massiv zurück. Manche sagen um die 10 Millionen Barrel pro Tag, andere sagen sogar um 15 bis 20 Millionen Barrel pro Tag. Ein Barrel sind 159 Liter. Es geht hier also um riesige Mengen Öl, die nicht gebraucht werden momentan. Und was eben noch dazu kommt im Moment, das ist dieser Preiskrieg, den Russland und die OPEC jetzt angezettelt haben. Da bin ich ja auch drauf eingegangen vor 3 Wochen. Also in diesen Nachfrageschock hinein, den wir ohnehin schon haben momentan, in diesen Nachfrageschock rein, weiten die ihre Produktion ja momentan noch aus. Und das Ergebnis war eben der Ölpreisverfall, den wir gehabt haben. Und das kann sich auch noch verstärken. Man weiß ja teilweise gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Öl noch. Also die Speicher sind langsam voll, die Tanker, wo man es zwischenlagern kann, sind voll. Irgendwann kann das Öl einfach keiner mehr abnehmen. Wir haben in den USA in bestimmten Regionen und bei bestimmten Ölsorten einen Ölpreis gehabt letzte Woche, der war negativ. Also die mussten dafür zahlen, dass es ihnen noch jemand abgenommen hat. Weil ja, wohin damit? Wohin damit?
muss man sich natürlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir haben jetzt auf der Welt nicht nur negative Zinsen, sondern wir haben teilweise sogar schon negative Ölpreise, also zumindest in bestimmten US-Regionen, wie gesagt. Dessen ungeachtet, Ölaktien, ausgerechnet Ölaktien sind der große Renner momentan. Die Leute kaufen Ölaktien wie verrückt oder wie bekloppt, wie das die Wirtschaftswoche hier so schön schreibt. Sowas ist normalerweise eigentlich ein Warnsignal. Also gerade wenn sich viele Kleinanleger auf irgendwas stürzen, muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein und sich fragen, was ist hier faul? Und in dem Fall könnte man eben vermuten, dass die Anleger möglicherweise die Ölkrise, die wir gerade haben, unterschätzen. Aber viele, die das beobachten, die haben eben auf der anderen Seite das Gefühl, teilweise auch intuitiv wahrscheinlich, dass das eben nicht sein kann, so wie es gerade ist, dass das Übertreibungen sind und dass das auch wieder anders werden muss und dass dadurch bei Ölaktien jetzt eine sehr große Chance entsteht. Und damit haben sie möglicherweise auch recht. Und ja, wie gesagt, wir haben ja auch diesen urplötzlichen Ölpreisanstieg wieder gehabt in den letzten Tagen. Wie kam der jetzt zustande? Also am Anfang war es wahrscheinlich hauptsächlich eine technische Gegenreaktion erstmal, aber dann am Donnerstag, da ist dann ja Donald Trump aufgetreten und hat gesagt, er hat jetzt eine Lösung für diese Ölpreismisere. Er hat jetzt mit den Saudis gesprochen und mit den Russen und es gibt jetzt Produktionskürzungen. Also vielleicht sogar 10 Millionen Barrel pro Tag. Also die würden sich jetzt zusammensetzen diesbezüglich. Und wenn das wirklich so kommen würde, muss man sagen, das würde schon einiges ändern. Aber was ist davon zu halten? Also ich mache dieses Video jetzt ja gerade am Wochenende. Sie sehen es frühestens am Montag. Das heißt, Sie wissen vielleicht schon mehr als ich, was da jetzt passiert ist. Wer weiß, vielleicht haben sich alle schon geeinigt jetzt, und der Ölpreis steigt weiter. Und damit hätte Donald Trump auch die amerikanische Fracking-Industrie jetzt erstmal gerettet. Um die geht es nämlich bei der ganzen Sache am Ende. Ich bin da aber noch skeptisch. Also, wir erinnern uns. Russland hat vor ein paar Wochen gesagt, wir senken die Produktion nicht. Und dann haben die Saudis gesagt, dann drosseln wir auch nicht, sondern dann fördern wir auch noch mehr Öl. Die treibende Kraft waren aber die Russen in dieser ganzen Geschichte. Und wenn man sowas macht in einer Zeit, in der die Nachfrage sowieso schon zusammenbricht, dann kann man aus Sicht von einem Ölproduzentenland eigentlich nur noch sprechen von kollektivem Selbstmord. Aber den Russen geht es offensichtlich darum, jetzt die amerikanische Fracking-Industrie mal vom Markt zu fegen. Die ist ein Ärgernis. Das sind die Weltmarktanteile im Ölmarkt von Saudi-Arabien, Russland und USA. Das ist eine schöne Grafik, die ich von CNBC habe. Und da sieht man, die USA sind in wenigen Jahren aufgestiegen zum größten Ölproduzenten, dank ihrer Fracking-Industrie. Und im Gegensatz dazu, der Weltmarktanteil von Russland, der stagniert und der von Saudi-Arabien ist sogar zurückgegangen. Und das ist für Russland und für Saudi-Arabien besonders ärgerlich, weil die nämlich eigentlich die günstigen Produzenten sind und die konkurrenzfähigen Produzenten. Die Kosten von den amerikanischen Fracking-Gesellschaften, die sind deutlich höher. Und diese ganze Fracking-Industrie ist jetzt auch nur darum wieder hochgekommen in den letzten Jahren, weil der Ölpreis hoch genug war, sodass die auch ausreichend Geld verdient haben. Und wenn das Ziel jetzt wirklich das ist, dass man die jetzt wieder abwürgt, und so sieht es ja momentan aus, dann gibt es eigentlich keinen besseren Moment für sowas als jetzt in der Krise, die sowieso schon haben. Damit schadet man sich selber zwar auch und sogar ganz erheblich, aber man könnte die anderen, die amerikanische Fracking-Industrie jetzt wirklich kaputt kriegen. Nur man muss es natürlich auch durchziehen.
An sich ist die russische Ölindustrie sehr konkurrenzfähig, also auch wenn die russischen Ölaktien jetzt natürlich auch am Boden liegen. Und sie haben einen zusätzlichen Vorteil momentan, nämlich dass jetzt auch der Rubel sehr stark gefallen ist. Das gleicht den Ölpreisverfall nicht voll aus, aber es puffert das ein bisschen ab. Weil für die Ölexporte kriegt man ja harte Dollars und die Kosten hat man aber größtenteils in Rubel. Das ist noch ein gewisser extra Wettbewerbsvorteil, den die russische Ölindustrie momentan hat. Um russische Öl- und Gasaktien geht es übrigens nächste Woche auch in unserem Zukunftsmärkte-Report. Also es geht um Gazprom, um Lukoil, Rosneft, Zhurgutneftegaz. Das sind natürlich sehr spezielle Aktien, das ist klar. Das eignet sich nicht unbedingt für jeden, aber interessant ist das Thema, glaube ich, allemal. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns sind im Übrigen auch gratis und Sie müssen sich, wenn Sie die haben wollen, nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, also wie gesagt, wenn Russland das wirklich will, dann kann Russland jetzt die amerikanische Fracking-Industrie aus dem Markt kegeln. Sicherlich nicht komplett, aber zu einem guten Teil. Es gibt da jetzt schon Insolvenzen, die Nerven liegen blank, auch bei den Anlegern, die die Aktien haben und die vor allem auch die Anleihen haben von diesen Fracking-Unternehmen. Die amerikanische Fracking-Industrie ist jetzt wirklich momentan in höchster Gefahr. Nur auch Russland muss dann natürlich den Gürtel sehr, sehr eng schnallen. Und das in Zeiten, die sowieso nicht besonders gut sind, auch für Russland nicht. Und wenn es jetzt aber doch anders kommt, so wie Donald Trump sagt, und die würden sich jetzt zusammensetzen alle und die beschließen jetzt schon Produktionskürzungen wieder, dann wäre das meiner Meinung nach eigentlich der Witz der Woche. Also klar, heutzutage wundert man sich über gar nichts mehr. Also insofern, auch das ist möglich und ich vermute auch mal, die USA werden jetzt da entsprechend auch Druck ausüben auf die anderen Produzentenländer. Aber so wie Russland aufgetreten ist die letzten Wochen, da wäre es natürlich absurd, wenn man jetzt schon wieder nachgibt. Jetzt, wo man die amerikanische Fracking-Industrie ja eigentlich schon am Haken hätte. Und umgekehrt, wenn Russland nicht mitmachen würde, wenn nur die OPEC jetzt drosseln will, dann müssten die Drosselungen von den OPEC-Ländern so hoch sein, um das auszugleichen, dass auch das schwer vorstellbar ist, weil der Nachfragerückgang, den wir haben, der ist ja wirklich da. Und darum glaube ich auch, es gibt eine reale Gefahr, dass der Ölpreis jetzt nochmal runtergeht. Vielleicht geht er sogar auch deutlich runter auf das Tief, das wir gehabt haben, bei 21 Dollar oder sogar noch drunter, zumindest kurzfristig, weil machen wir uns nichts vor. Der Markt, der Ölmarkt ist momentan wirklich kaputt. Aber trotzdem, mittelfristig, langfristig, da glaube auch ich, dass der Ölpreis, der niedrige Ölpreis, den wir jetzt haben, dass der nicht nachhaltig ist. Russland und Saudi-Arabien, die halten das eine Weile möglicherweise durch, aber die halten das auch nicht ewig durch. Zeigt auch die Erfahrung aus dem Jahr 2014, als man das schon mal probiert hat. Und letzten Endes ist es ja sowieso so. Also auch Russland und Saudi-Arabien, die wollen ja auch keinen niedrigen Ölpreis auf Dauer, sondern die wollen auch einen höheren Ölpreis. Also darauf zielt die ganze Aktion ja auch ab. Und das Interessante am Ölmarkt ist ja auch, dass der Ölmarkt eben nicht rein von Angebot und Nachfrage abhängt, sondern dass er manipulierbar ist und dass er von den Produzentenländern ja auch ständig manipuliert wird. Anders als die meisten anderen Märkte. Also wenn sich woanders jetzt die Firmenchefs treffen und dann sagen, wir verknappen jetzt mal das Angebot an Lastwagen, Feuerwehrautos, Kartoffeln, was auch immer, dann kommt die Polizei und der Staatsanwalt. Aber die OPEC ist offiziell und offen ein Kartell und praktiziert es offen seit Jahrzehnten. Das ist bitter für den Kapitalismus und bitter für die Marktwirtschaft. Und besonders bitter ist, dass ausgerechnet die USA jetzt, die die OPEC ja jahrzehntelang verflucht haben, dass die jetzt angekrochen kommen bei diesem Kartell auch und sagen, bitte, bitte verknappt das Angebot.
Aber das ist die Situation momentan und die kann man als Anleger ja auch in Rechnung stellen. Und die einzige Frage für mich ist eigentlich nur, wie lange halten Russland und die OPEC das jetzt durch? Wie lange halten die jetzt den Ölpreis nach unten? Es kann eine Frage von Wochen sein und wenn das nur eine Frage von Wochen ist und dass das Angebot jetzt wirklich extrem verknappt wird innerhalb weniger Wochen, dann hätten sie jetzt natürlich am besten Aktien von irgendwelchen Fracking-Unternehmen, weil da haben sie kurzfristig auch den höchsten Hebel auf den Ölpreis. Was ich Ihnen aber nicht sagen kann, welche Aktien Sie da jetzt haben sollen, weil ich habe mich mit Fracking-Aktien nie beschäftigt und das werde ich in Zukunft wohl auch nicht tun. Aber es kann natürlich auch anders sein, es kann auch eine Frage von Monaten und von Jahren sein. Und dann wird es für Ölaktien wahrscheinlich nochmal hässlich. Und für die Ölfirmen, die nicht kostendeckend arbeiten, für die wird es dann natürlich besonders hässlich. Für alle anderen aber wahrscheinlich erstmal auch. Nur wenn Sie Aktien haben von großen Ölkonzernen, soliden Ölkonzernen, die das auch durchstehen, sowas, dann kann es zwar immer noch sein, dass das Ganze eventuell länger dauert, als man denkt und dass diese Aktien dann auch Underperformer sind erstmal, aber letzten Endes meiner Meinung nach wird der Ölpreis wieder steigen und er wird langfristig auch umso stärker steigen, je länger er jetzt niedrig ist, weil dadurch werden ja Investitionen entmutigt auch in die Erschließung neuer Vorkommen. Das ist die Dynamik meiner Meinung nach, die wir momentan haben und darum glaube ich auch tatsächlich, dass die vielen, vielen Anleger, die jetzt die ganzen Ölaktien kaufen, dass die damit wahrscheinlich nicht ganz falsch liegen. Also die Euphorie ist vielleicht ein bisschen zu hoch momentan. Vielleicht sind die auch alle noch zu früh dran damit, schwer zu sagen. Aber mittelfristig, langfristig bin auch ich der Meinung, wird der Ölmarkt besser aussehen, als er zurzeit aussieht. So viel zum Öl. Nächste Woche schauen wir uns eventuell mal die Aktie an von Luckin Coffee. Das ist eine Kaffeekette, die ganz heiß gehandelt worden ist als Chinas Starbucks. Und jetzt ist die Aktie aber eingebrochen um 80%. Das Unternehmen hat selbst zugegeben letzte Woche, dass ein hochrangiger Mitarbeiter die Umsatzdaten manipuliert hat. Das sieht also relativ böse aus. Es könnte theoretisch jetzt aber auch eine Chance sein. Ich muss es mal aber selber noch genauer anschauen. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, unabhängig von unserem Thema nächste Woche, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Vielleicht haben Sie auch Lust, den Kanal ja zu abonnieren. Wenn Sie das tun, ist es empfehlenswert, dass Sie dabei auch gleich die Glocke drücken. Die Glocke ist eine Benachrichtigungsfunktion. Sie werden dann eben benachrichtigt, wenn die neuen Beiträge von Zukunft Märkte dann eben da sind. Bis nächste Woche also, viel Erfolg, bleiben Sie gesund, wie immer danke fürs Zuschauen.